Moin, willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Diesmal stelle ich für Triple Action zwei Produkte von der Firma Ghosthood vor. Ja, Ghosthood ist vor ganz grob 2 Jahren auf den Markt gekommen mit leichten Tarnüberzügen für Ausrüstung, Körper, Objekte und adaptive Tarnmittel. Triple Action hat ja eine ganze Menge Zeug im Sortiment. Schaut einfach mal vorbei, ich packe da einen Link in die Beschreibung und da kannst du einfach mal durchschauen. Vom Fokus her richtet sich Ghosthood an behördliche Anwender, sei es Militär, Polizei, Geheimdienst. Aber auch für Fotografen und Jäger sind diese Produkte sehr interessant. Ja, hier habe ich eben zwei Produkte. Ein Tarnmuster Concamo Braun. Das ist eben ein braunes Tarnmuster, was jetzt aktuell noch sehr gut funktioniert. Und auch so in vielen Gebieten, die eben überwiegend braun sind, sehr gut funktioniert. Ergänzend dazu gibt es aktuell auf dem Markt noch Concamo Beige und Concamo Grün Generation 2. Dazu werde ich aber ein separates Video machen. Schau da auch einfach mal bei Triple Action Sortiment vorbei. Die haben da eben verschiedene Tarnmuster im Angebot. Und wegen der Tarnwirkung und wie welches Muster wirkt, könnt ihr auch einfach auf der Instagram-Seite von Ghosthood vorbeischauen oder auf der Webseite von Ghosthood. Gut, genug dazu. Jetzt zu den Produkten. Da habe ich hier die beiden Produkte. Zum einen den Compact Poncho, der kostet so ungefähr 90 Euro. Und hier der Ghost Hoodie. Der Ghost Hoodie kostet ungefähr 200 Euro auf dem Markt. Jetzt kam schon oft die Frage auf, was ist denn der Unterschied zwischen den beiden? Wie ist dieser Preisunterschied gerechtfertigt? Ja, zum einen möchte ich mal das Packmaß zeigen. Hier, der Compact Poncho ist wirklich klein, passt gut in 2 Hände rein. Der Ghost Hoodie hat ein bisschen mehr Volumen, passt ganz, ganz knapp. Naja, nicht wirklich in meine 2 Hände, vielleicht eher 2,5 Hände. Der Ghost Hoodie ist so gesehen das Premium-Produkt, könnte man sagen. Deutlich größer, hat viel mehr Abdeckung und deutlich mehr Features. Der Compact Poncho ist das günstige, einfache Produkt, ist deutlich kompakter, ist leichter, ist kleiner und hat nahezu gar keine Features. Das ist so grob gesagt der Unterschied. Aber jetzt stelle ich mal die beiden Produkte einzeln vor. Bevor ich jetzt mit dem Compact Poncho anfange, möchte ich erwähnen, dass Ghosthood auch selber YouTube-Videos macht, in dem eben die ganzen Produkte im Detail zu sehen sind. Das verlinke ich auch mal in der Beschreibung oder hier so in der Infobox. Ja, der Compact Poncho. Name ist Programm. Super kompakt. Den kann man recht einfach auch unter der Bekleidung verstecken. Kann ich mir um die Hüfte binden. Kann ich auch einfach in die Beintasche packen. Super kompaktes Teil. Nahezu keine Features. Ist mehr oder weniger an sich selber verpackt. Also ich mache den jetzt einfach mal hier so auf. Dann hat man hier die Kapuze. Da ist das ganze Teil drinne. Man muss dann immer ein bisschen schauen, was ist innen, was ist außen. Mit ein bisschen Übung hat man das relativ schnell raus. Man kann es natürlich auch anders verpacken. Und jetzt habe ich hier das gute Stück. Wie der Name auch schon sagt, ist das gute Stück ein Poncho. Ist also so gesehen ein Stück Stoff mit einem Loch in der Mitte. Das Loch in der Mitte ist für den Kopf. Stecke ich jetzt einfach mal durch. Dann habe ich noch für die Arme 2 Bereiche, die eben zusammengenäht sind. Einfach Arme durchstecken und schon sind auch die Ärmel getarnt. Ja, hinten muss man immer ein bisschen gucken, dass das Ganze auch unten hängt. Das merkt man durch dieses dünne Material nicht wirklich. Und dann einfach schauen, ob hier hinten was hängt. Ja, das hängt. So, für die Finger hat man hier eben so eine kleine Schlaufe. Kann ich den Mittelfinger zum Beispiel reinstecken und habe auch meinen Handrücken halbwegs getarnt. Das ist verhältnismäßig gut gesichert durch diese Gummischlaufe. Und ja, so ein bisschen Tarnung vom Handrücken eben. Wer Handschuhe trägt in einer Erdfarbe, ist somit eigentlich schon recht gut bedient. Die Kapuze hängt hier hinten dran, ist fest vernäht und die gleicht eigentlich einer Maske. Also man hat jetzt keine klassische Kapuze, wie man sie von der Jacke kennt, sondern hier eben so eine Art Maske mit einem Sehschlitz. Die passt über dünnere Kopfbedeckungen noch drüber, passt aber nicht über einen Helm zum Beispiel. Einen Helm müsste ich jetzt da oben drüber tragen und auch noch tarnen. Ja, Sichtschlitz ist frei, kann die Nase noch rausnehmen, wenn ich das möchte, dass die Brille zum Beispiel nicht beschlägt. Man kann recht gut dadurch atmen. Ich kann entweder durchs Material durchtrinken oder muss eben hier dann so den Trinkschlauch an den Mund führen. Zum Rumlaufen kann man das Ganze noch hier so hochnehmen und kann dann auch eben so rumlaufen mit freier Sicht. Das Gesicht ist frei, kann dann tendenziell, wenn man möchte, noch einen Schal nehmen oder eine Maske und die sich dann übers Gesicht ziehen. Und ist somit recht flexibel. Ja, hinten ist das ganze Teil, wie man sieht, relativ kurz. So kommt eben das kompakte Design zustande. Hier so ein spitzes Eck. Und vorne hat man schon ein bisschen mehr. Da geht es gerade so
bis an die Knie bei mir. Wenn man sich hinkniet, kann man so die komplette Front abdecken. Seitliche Abdeckung ist auch relativ gut gewährleistet, je nachdem, wie offen man das Ganze eben hat. Und wenn man jetzt einen Chest-Strick trägt, einen Plattenträger trägt, kann man ganz gut das Material einfach nehmen und entweder in die Jacke stecken oder unter den Plattenträger bzw. unter das Chest-Strick. Ja, so habe ich mich jetzt super schnell getarnt. Das Ganze deckt auch einfarbige zivile Farben ab. Also wenn ich jetzt eine rote Jacke oder eine gelbe Jacke trage, kann ich das auch da drüber tragen. Bei starkem Sonnenschein kann das ein bisschen schemenhaft durchschauen, aber es deckt schon sehr zuverlässig ab. Ja, das war es auch letztendlich schon von den Features her. Man kann vielleicht noch einen kleinen Rucksack darunter tragen, aber man hat schon gesehen, hinten ist relativ kurz gehalten. Von daher passt da nicht wirklich viel Rucksack drunter. Ausziehen geht natürlich auch super schnell und einfach. Einfach runterziehen. Jetzt kann ich es nochmal demonstrieren. Das kann ich letztendlich zum Beispiel einfach hier in die Jackentasche reinpacken. Und schon ist das Ding verstaut. Ich könnte es auch locker in die Beintasche reinpacken. Alles kein Problem. Ja, die Tarnwirkung werde ich am Ende vom Video mal kurz zeigen. Da setze ich mich an ein paar Stellen im Wald hier mal hin, dass man mal sieht, wie das tarnt. Das mache ich dann aber mit dem Ghost Hoodie. Okay, apropos Ghost Hoodie, komme ich nun zum Ghost Hoodie. Man sieht schon, der sieht anders aus. Da sind Zotteln dran, der hat mehr 3D-Effekt. Diese Zotteln werden von Ghost Hood C-Fixe genannt. Woher kommt das? Ja, man kann ganz einfach Camouflage oder Tarnmittel, Natur daran stecken oder ranknoten. Das sind so gesehen Streifen, die mit zwei Nähten angenäht sind. So hat man einen Kanal, um was reinzustecken. Oder man platziert einfach Gras da drauf und knotet das fest. Das ganze Ding ist ein bisschen größer, ist schwerer. Die Daten schreibe ich immer hier so hin. Ja, ist auch wieder in der Kapuze verpackt. Da hat man hinten einen Kordelstopper. Den mache ich mal auf. Und jetzt kann ich das ganze gute Stück hier auspacken. Ja, das hat deutlich mehr Features. Ich möchte das ganze Video aber nicht zu lange halten. Hinten hat man zum Beispiel einen Tastindikator. Da ist ein Stück Gurtband eingenäht, dass man hinten recht einfach von vorne unterscheiden kann. Wobei es auch vom Schnitt her hinten spitzer ist als vorne. Vorne hat man relativ viel Breite, hinten ist das Ganze ein bisschen schmäler und spitzer. Das Gurtband kann man theoretisch so platzieren, dass wenn man das Ding auch in die Beintasche packt, das Gurtband unten drauf liegt. Wenn ich das dann raushole, kann ich das greifen und kann das einfach über den Kopf werfen. Das Ganze ist auch wieder ein Poncho. Man sieht jetzt, glaube ich, sogar schon die Tarnwirkung so zum Hintergrund, obwohl hier ein bisschen Schnee liegt. Und hat daher wieder hier so Material. Man sieht auch schon, es hat mehr Material als der Compact Poncho. Hat eine Kapuze und angenähte Handschuhe. Man hat also nicht nur so eine Handrückenabdeckung, so eine provisorische, sondern tatsächlich hier so wie Fäustlinge mehr oder weniger. Für den Daumen hat man was und hier für die fünf anderen Finger, genau, wenn man sechs Finger in der Hand hat. Den Zeigefinger kann man rausnehmen zum Schießen, man kann aber auch, wenn man das möchte, eben so einfach abkrümmen. Das geht auch jeder, wie er eben möchte. Die Hände sind dadurch recht gut getarnt, performt auch wirklich gut im Nahbereich, also wenn man sehr nah am Ziel dran ist, sagen wir mal am Tier zum Beispiel oder an irgendeiner Person, die man beobachten darf und möchte. Und Kapuze. Vermutlich sieht man jetzt in diesem Video nicht, dass die Kapuze besonders groß ist. Daher demonstriere ich das Ganze gleich mal. Ich ziehe da gleich ein paar taktische Sachen an, auch einen Helm. Denn diese Kapuze hier ist deutlich größer. Die passt auch über den Helm drüber. Und die vom Compact Poncho hat eben nicht über den Helm gepasst. Hier hat man hinten auch jetzt eben diesen Gummizug, um die Kapuze enger einzustellen. Man hat ein Augennetz, das ist jetzt größer geworden. Es gab vorher mal ein älteres Modell, da war das kleiner. Kann man eben so machen, dass man auch im peripheren Sehen den Boden sieht und so weniger Bewegung am Kopf hat. Wenn man möchte, kann man das auch einfach klein schieben. Das ist auch gar kein Problem. Und dann muss man eben ein bisschen mehr gucken, wenn man durch den Wald läuft und halbwegs leise sein möchte. Optional kann man sich mit der Schere hier zwei kleine Löcher reinschneiden, dass man besser sieht. Ich persönlich mag das lieber mit Löchern, denn wenn die Sonne entgegenscheint und hier drauf scheint,
wird es teilweise schwierig, auf Entfernung zu sehen, handelt es sich da jetzt um Steinböcke oder ist es nur ein Felsklumpen. Man sieht es auch ganz schön hier im Wind wehen, die Zehfixe. Hier haben wir zum Beispiel einen, da kann man einfach Gras drauflegen und klassisch wie bei einem Ghillie-Anzug das einfach nur festknoten und auch so vom Tarneffekt bricht es schon mal noch mal mehr auf. Alternativ kann man die alternativen Tarnmittel, wie zum Beispiel Strip Solid, die Oaks von Ghosthood oder irgendwelche anderen Sachen oder einfach eine Jute und Bast da reinknoten und den ganzen Hoodie noch mal mehr aufbrechen. Ja, auch für Fotografen geeignet, man hat hier vorne den Optikschlitz. Im Video, das Ghosthood selber gemacht hat, sieht man das auch noch mal mit einer Waffe. Ich habe jetzt hier keine Waffe dabei, ich bin ja einfach nur im deutschen Wald. Da ist es vielleicht nicht so praktisch, aber ich kann jetzt die Hände aus den Ärmeln rausnehmen zum Beispiel. Hier vorne ist der Optikschlitz, da kann ich hier meine Optik durchschieben. Also entweder Zielfernrohr oder jetzt wie hier mein Objektiv. Gucken, dass ich es nicht zu weit durchschiebe. Und kann jetzt hier die Kamera drunter verbergen, auch wenn die auf einem Stativ steht, kann hier untertauchen. Und kann so dann auch fotografieren. In die Ärmel kommt man sehr schnell wieder rein. Und wenn man die Handschuhe nicht haben will, lässt man die einfach so runterhängen. Mit der Kapuze kann man eben auch ganz einfach wieder die Kapuze hier oben platzieren. Und mit freiem Gesicht rumlaufen. Oder auch eine Maske oder einen Schal nutzen, um dann eben die Sicht so zu haben, wie man das möchte. Ja, dann ziehe ich jetzt noch mal ein paar taktische Sachen an. Ich zeige das noch mal, wie man das ganze Ding so mit einem Plattenträger tragen kann zum Beispiel. Und dann kommen wir zur Tarnwirkung. Jetzt mit taktischer Ausrüstung. Ich habe hier oben drauf in der Beintasche den Indikator. Ich kann das einfach hier rausziehen. Wie eben schon vorgeführt, halte das vor mich, werfe das über meinen Kopf, tauche mit den Händen in die Schlaufen und die Kapuze sitzt im Regelfall auch schon automatisch dann am Kopf. Jetzt über den Helm muss ich dann ein bisschen auch ziehen, das ein bisschen justieren und dann entweder durch das Netz schauen. Da ist es auch praktisch, dass es ein bisschen größer geworden ist. Und vielleicht ein bisschen runterziehen. Ja, Handtarn kann ich hier einfach rüberziehen. Und auch hier wieder wichtig, hinten immer schauen, dass es richtig liegt. Bei einem klassischen Ghillie-Anzug merkt man hinten, wenn der Ghillie nicht hinten liegt, bei diesem leichten Material merkt man das tendenziell nicht. Ja, und schon habe ich das Ganze an. Hier seitlich bei der Pistole kann man dann entweder das Ganze hier irgendwie unterm Gürtel feststecken, irgendwie sichern, dass die Pistole frei bleibt, dass man die eben schnell ziehen kann. Die Sicht ist so natürlich jetzt schon eingeschränkt. Daher kann man alternativ auch das Ganze hier wieder hochnehmen. Und jetzt, wenn ich möchte und möchte freien Zugriff auf den Plattenträger, nehme ich hier vorne das Material, stecke das einfach unter den Plattenträger. Das erspare ich euch jetzt, denn hier vorne befindet sich mein Mikrofon und das würde sich wahrscheinlich sehr komisch anhören, das da jetzt reinzupacken. Man sieht schon, hinten ist das gute Stück deutlich länger. Man kann also auch einen kleinen Rucksack drunter tragen, so 30 Liter passen da einfach drunter. Ja. Wenn man sich abhockt, hat man auch von der kompletten Seite, komplett außenrum alles abgetarnt, selbst wenn man die Beine nicht getarnt hat. Um gewissen typischen Kommentaren schon mal entgegenzuwirken, mir ist es wichtig bei der Demonstration einer Tarnwirkung, dass man das Tarnmuster tatsächlich auch sieht, dass man die Person, die sie versteckt, auch tatsächlich sieht. Es bringt einem nicht viel, wenn man nur ein paar Pixel auf dem Bild als eventuelle Person erkennen könnte. Es geht hier auch nicht um die Demonstration einer optimalen Stellungswahl oder ähnliches. Ich möchte wirklich, dass du dieses Muster sehen kannst, beurteilen kannst und dir dann deine Meinung bilden kannst.
So, zum Ende. Das war es soweit zu den beiden Produkten. Kurz zusammengefasst, Compact Poncho, das einfache Produkt, kompakter, leichter, nahezu gar keine Features, passt nicht über den Helm. Und der Ghost Hoodie ist das Premium-Produkt mit ganz vielen Features, größer, passt über einen Helm drüber und kostet eben entsprechend auch mehr. Schaut bei Triple Action vorbei, von denen habe ich die Produkte bekommen. Für die ist dieses Video. Klickt da euch einfach mal durch, schaut euch ein bisschen um. Die haben eine ganze Menge Zeug im Sortiment. Und ja, dann vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.